So, was haben wir hier? Sage Lebewohl zu Dad. Kriege heraus, mit was ich dieses Ballontier benutze. Schalte den Wireframe-Pilotron in der Wireframe-Welt aus. Okay, gut. Dann haben wir hier bestimmt auch noch einen Abschluss zu finden. Ich bin es satt, von Xavier hin und her geschoben zu werden. Ich werde für mich selbst stehen und ihm das Geschäft überlassen. Ich muss doch auf Wiedersehen zu Dolores sagen, bevor es zu spät ist. Behaupte dich gegen Xavier, sage Dolores, dass ich sie liebe. Bitte Dolores um Verzeihung, wünsche Dolores. Lebe wohl. Gut, dann müssen wir jetzt allererstes zu Xavier, ne? Oh Gott, dieser Fahrstuhl. Ich habe das Gefühl, dass dieses Spiel auch nicht mehr sonderlich lange geht. Ich werde es einfach zu Ende spielen in dieser Aufnahme und dann sehe ich ja, wie lange es ist und je nachdem mache ich dann ein oder zwei Folgen draus. Das seht ihr ja an der Folgenlänge, ja? Wenn diese Folge, was weiß ich, 40 Minuten geht oder so und natürlich im Episodentitel Finale steht, dann ist hier heute Schluss. Hey, New Ghost, I told you not to bug me. Und ansonsten halt in der nächsten Folge. Can I please have the crystal, so I can speak to Dolores one last time? Not a chance, New Ghost. The crystal behind me has untold powers, and no one will ever get it. You're a bully and a tyrant. Whoa, sounds like New Ghost found some spunk. My name is not New Ghost, it's Franklin. Careful, or it's to the basement for you. Everyone hates you. I've about had enough of you, New Ghost. You clearly have some self-esteem issues. Okay, that kind of hurt. We're all sick of your bullying. Really? Am I that bad? We all just want to move on. I just want to see my wife again. Aww. I'm lonely, and I miss her. I died, and I never told her how much I loved her. It's okay. We all miss someone we love. Und wir haben den Kristall. Okay, wie war das? Einfach hier ins Pentagramm stellen und... achso. Schon können wir mit der geliebten Person sprechen, nicht wahr, nicht? The doors are closed. Ich glaube, ich werde mit Dolores auch nochmal eine Tour durch sämtliche Räume machen. Irgendwo muss dieses gottverdammte letzte Staubkorn ja noch liegen. Ja, wir sind so kurz vor dem Ziel, jetzt gebe ich auch nicht mehr auf. Sorry. Da müssen wir jetzt alle zusammen durch. Es ist so, wie es ist. Und es ist gar nicht so einfach, diese verdammten langen Fahrstuhlfahrten mit irgendwelchen Kommentaren zu überbrücken. So, und jetzt? Dolores. Oh, Dad. It's so good to see you. It's good to see you too. I wish I, you know, stood up for you against Chuck. That's okay. You've lost some weight? Well, you could say that. Not sure how it happened, but I'm, you know, dead. I think your uncle had something to do with it. It's okay. I think I know what is going on. Uncle Chuck found something amazing. It turns out, we're all living in a simulation. A giant adventure game. I'm so sorry for everything, Dolores. I should have stood up for you. You were a gnarly dad. Maybe because of the way Uncle Chuck treated you, you always pushed me to be anything I wanted to be. You have nothing to be sorry for. Wait, your Uncle Chuck is an evil... you know, jerkwad? Oh, Uncle Chuck was a jerkwad, but mostly because he was corrupted by the machines. When he discovered the truth, he knew what he had to do. He was a jerk to me before that. I know he was. A simulation? That can't be true. It's true. I'm on my way to shut down the Mastertron machine and free us all. Ah, by free us all, you mean go back to our real lives? I honestly don't know, Dad. All I know is this has to end. I trust you, Dolores. I always have. You should get going. I love you. We're all counting on you. Thanks, Dad. I think I can finally move on now. I love you, Dad. I love you too, Dolores.
Goodbye, Dolores. Goodbye, Dad. Und da war es nur noch eine, die jetzt akribisch das ganze, die ganze Stadt nochmal absuchen wird. Auf der Suche. Ich kann zum Menschen kann ich gar nicht mehr gehen. Ich kann allgemein nicht mehr zu vielen Orten gehen hier. Gott, ich hoffe, wir finden dieses blöde Staubkorn noch. Dass das nicht irgendwo ist, wo wir jetzt nicht mehr hin können. Obwohl, die respawnen ja alle 15 Minuten. Lass es mich doch bitte irgendwo finden. Bitte, 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 bitte. Ja, es liegt ja einfach irgendwo rum und alles ist gut. Alles ist Knorke. Alles ist Dufte. Mir fallen keine Begriffe mehr ein. So. Okay, aus dem Fabrikgelände ist schon mal nicht. Zum Hotel können wir noch, aber da waren wir eben schon. Schauen wir mal von der Bushaltestelle aus und rollen die Stadt nochmal von hinten aus. Ich frage mich auch, wie viele von euch sich inzwischen das Kickstarter-Video angeguckt haben, um herauszufinden, wie wir denn dann hier letztendlich weiterkommen. They're closed. Alles geschlossen. Alle Leute weg. Im Diner war es auch nicht. They're closed. Die Bank ist zu. Ja, hier ist Ransom lang, hier ist es auch nicht. Ein letztes Mal die Räume ablaufen. I'm innocent. I'm sorry. This isn't a good time to chat. Guess I was wrong about you, Dolores. Wanted. I can't reach that. Es kann doch nicht sein, dass das jetzt an einem beschissenen Staubkorn hapert hier. Dass das daran jetzt scheitert. Okay. Gehen wir noch einmal diesen Weg lang hier. Ich glaube, es werden doch noch zwei Folgen. Den sprechen wir jetzt definitiv schon in der letzten Folge. Ich weiß ja nicht, wie viel da noch kommt. Und wenn ich jetzt hier erst noch groß nach dem Staubkorn suche, dann werde ich bestimmt die zwei Folgen noch füllen können. Aber das macht nichts. Dann ist die Woche wenigstens komplett, wisst ihr? Dann kann das nächste Projekt dann nächste Woche ganz in Ruhe starten. Na, hier ist auch nicht. Okay, dann bitte wieder zur Hauptstraße. Oder beziehungsweise auf den Highway sogar. Latschen wir den nochmal ab auf dem Weg zu unserem Ziel. Denn das Ende ist da, wo es alles begonnen hat. Der Trestle Trail. Oh, kann ich vielleicht noch in die Kanalisation? Das ist so meine letzte Hoffnung jetzt. Nein! Auch das geht nicht mehr. Okay. Schade. Schade, ich habe ja eh keinen Staubkörner mehr im Inventar. Na gut. So. Im ersten Kickstarter-Video, da gab es eine Szene, die ein Ballontier beinhaltete. Und in dieser Szene wurde das Ballontier Maybe I should save the game first. Mit der Leiche benutzt. Warum speichern wir ab? Okay, von mir aus. Ich meine, dann speichern wir halt einmal ab. So, da. Und gib sie. Oh. Jetzt wird's spannend. Oh no! This can't be good. The game is glitching.
Was? Tubular. Uncle Chuck was right. This must be the wireframe world. The game's concept level the developers built to test their design. I need to find the wireframe Pillowtron and shut it down before they can reset the game. Und vor allem der Grafikstil, der wirkt jetzt total, ich weiß auch nicht, C64 oder so. Guck mal, wie geil das ist. Das ist echt geil. Das ist noch mehr Retro als das Retro-Spiel. Als der Pixel-Look. Boah, ist das cool gerade. Ist das gerade abgefahren? Die Auflösung ist so mies, man kann nicht mal mehr lesen, wie viele Leute hier wohnen. Wie geil. Wie absolut geil. So, da ist A Street, da können wir auch mal lang gehen. Die Spielhalle. It's a door. Ja, mach doch mal auf. I don't think there's any animation for that. We can probably walk right through. Ja, cool. Zed, Matt, Kragan and the Alien Mindbenders. Richtig abgefahren Retro. Das ist das Spiel mit der Kettensäge ohne Benzin übrigens. Video Fever, Disco Crazy, Alien Slime, was haben wir hier noch? Die, Enemy, die. Oh Gott, ich hoffe, das hat Dolores nicht entwickelt. Meteor Mess und Kill Thrill. Das ist bestimmt auch von Dolores. It's a door. Thimbleweed Post Office. Da will ich auch mal reingucken. Das ist so geil. Das ist so genial Retro hier. Die Frage ist jetzt, war das von Anfang an so geplant mit dieser Pixel-Retro-Look und dann hier dieses als quasi Endgame? Oder sollte das Spiel irgendwann tatsächlich mal so krass Retro sein, dass es quasi in diesem Look hier geplant war? Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, dieser Twist war von Anfang an Graphic Design. Thimbleweed Nickel, established 1967. Ja, cool. Das war die Zeitung. Hitching. Ja, nee. Der Bulltron 3000. Und eine Bar, die hat sie leider nicht ins, in das tatsächliche Thimbleweed Park geschafft. Ein bisschen schade, wenn ich mir das jetzt so angucke. Und die Safely First Savings Bank. Wie absolut geil ist das denn hier bitte gerade? Ich bin sowas von geflasht. Ich finde das gerade absolut genial. Ganz ehrlich, ich finde das sowas von absolut genial. Es ist auch irgendwie so total auf eine passende, unheimliche Weise passend, dass wir keine Musik mehr haben und nichts. Hier ist das Diner, da können wir leider nicht reingehen. Da ist die B Street mit der Busstation. Und ein Handwerkerladen. Paint. Hm, verstehe ich. Ja. Hm. Ich verstehe den Gag. Ha, 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 ha. Ja, gut. Occult Books, da können wir leider auch nicht rein. Das ist echt ein bisschen schade. Und der Quickie Pal, da können wir leider auch nicht rein. Aber der Movietron, der ist hier. Okay. Ja, und wir können einzig und allein zur verlassenen Fabrik. Condemned. Danger. No trespassing. Gefahr quasi. Das wird ja immer pixeliger. Ich sah einfach so durch. It's a door. Tatsache. Eine linke und eine rechte Tür. Das ist Chucks Büro. Hier mit dem Glas, das erkennt man sofort. Und hier geht's runter zum Pillowtron. Certain Death. Ja, die Roboterarme. Ach, ist das geil. Die Laser.
Ist das geil, wenn man das alles wiedererkennt und es ist doch anders? Finde ich genial. Okay, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie sie es geschafft hat, da durchzukommen, während der Ventilator läuft, aber na gut. It's a fan. Der Dialog ist auch sehr basic. It's so amazing. So much evil can exist in such simple art. Das ist er. Der Wireframe Pillowtron. Das ist die Quelle allen Übels dieser Welt. Hier hat es alles angefangen und hier wird es auch alles enden. Aber wie schalte ich den denn jetzt aus? That doesn't seem to work. It's so amazing. So much evil can exist in such simple art. Okay, ich muss reingehen. Ah. Ja. This looks like the wireframe pillowtron Uncle Chuck described. I just need to push all the tubes in, and the world will be shut down, and will end the madness of no real choice and control over our destiny. Of course, that's what Uncle Chuck says, and there's still a chance he's insane. Ja, aber auf der anderen Seite, Mädchen, mal ganz ehrlich, zu diesem Zeitpunkt, was hast denn du noch zu verlieren? Lass es uns einfach beenden. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und Ende. Last one. I hope Uncle Chuck knows what he's talking about. Ende. I need to get up my nerve. Ende. Come on, Dolores. You can do it. Ende. Ende. Okay, this is it. I'm going to do it. Alter, Dolores. Let's end this. Und der Rest war Dunkelheit. Und das war's. Das war Thimbleweed Park. Ein richtig geiles Erlebnis, ein richtig geiles Adventure im Stile von Ron Gilbert. Ich bin begeistert durch und durch. Das Ende war definitiv nicht ganz das, was man eventuell im Vorfeld erwartet hat. Aber das ist ja nicht unbedingt zwangsläufig auch was Schlechtes. Das Ende ist gezielt offen, wir wissen also nicht, was jetzt da am Ende tatsächlich passiert ist. Ob Onkel Chuck die Wahrheit gesagt hat, ob wir jetzt die Welt beendet haben. Keine Ahnung, wahrscheinlich schon. Und vor allem, was passiert denn jetzt mit den Charakteren? Sind die jetzt einfach alle nicht mehr da? Und dann stellt sich uns natürlich auch die Frage, was ist denn jetzt eigentlich mit Agent Ray? Denn Agent Ray hat sich hochladen lassen, bevor das Spiel gelöscht wurde. Bedeutet das, dass Agent Ray in einer potenziellen Fortsetzung, in einem potenziellen Thimbleweed Park 2 auftreten wird? Ich würde mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Ich würde mich vor allem sehr drüber freuen, wenn es zu diesem Spiel eine Fortsetzung gibt. Also, lieber Ron Gilbert, bitte setz dich sofort hin und fang an zu produzieren. Ich will mehr, ich will mehr. Bitte nimm mein Geld und mach. Und falls ihr so ähnlich denkt wie ich und euch dieses Spiel noch nicht gekauft habt, dann möchte ich jetzt an dieser Stelle sagen, bitte, 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 bitte macht das. Kauft euch dieses Spiel, zeigt Ron Gilbert, dass Interesse besteht, zeigt Ron Gilbert, was er hier geschaffen hat und dass wir da mehr von wollen. Selbst wenn ihr sagt, wieso, ich habe doch jetzt das Let's Play gesehen
warum soll ich jetzt noch Geld für das Spiel ausgeben? Ich habe doch jetzt schon alles gesehen. Prinzipiell ja, aber letztendlich bin ich der Meinung, selbst wenn man so ein Spiel als Let's Play guckt, wenn es einem wirklich gefällt, wenn man wirklich denkt, das ist ein richtig geniales Spiel, das finde ich richtig gut, davon hätte ich gerne mehr, dann sollte man im Zweifelsfall tatsächlich auch in den sauren Apfel beißen, dann sollte man dieses Spiel dann auch nochmal kaufen, selbst wenn man es ja jetzt schon kennt, um einfach die Entwickler zu unterstützen und eben auch zu zeigen, ja, ja, das Spiel ist toll, davon möchte ich bitte mehr, denn sonst kriegen wir irgendwann nur noch Einheitsbrei 0815. Und keiner traut sich mehr irgendwas, weil letztendlich wollen die Leute ja auch irgendwie Geld verdienen, die müssen ja auch ihre Mitarbeiter bezahlen und alles, ne? Also von daher, jetzt an dieser Stelle nochmal der Aufruf. Wenn euch Thimbleweed Park gefallen hat, dann kauft euch das Spiel bitte. Ja, ich sag an dieser Stelle schon mal Danke. Und ansonsten müssen wir uns ja jetzt noch Gedanken machen. Also wie gesagt, ich fand's super, ich fand's einfach genial. Und wir müssen uns jetzt noch Gedanken machen, wie genau soll es denn jetzt auf dem Kanal eigentlich weitergehen? Thimbleweed Park ist zu Ende. Was kommt als nächstes? Und ich möchte jetzt an dieser Stelle schon mal bekannt geben, dass auch das nächste Spiel wieder ein Adventure sein wird. Ursprünglich hatte ich überlegt, dass ich jetzt als nächstes, wenn Thimbleweed Park durch ist, mit Resident Evil 5 durchstarte, dass wir mit der Resident Evil Reihe weiterkommen. Habe mich jetzt dann aber doch spontan dagegen entschieden, denn mir ist da tatsächlich noch ein anderes Spiel dazwischen gekommen. Aber grämt euch nicht, denn wir bleiben dem Genre treu. Es ist zwar kein Resident Evil, aber es kommen definitiv, ja, der eine oder andere Zombie ist da schon drin. Und manche von euch haben jetzt vielleicht schon eine Idee, wovon ich hier spreche. Denn es ist passiert, es ist soweit, es ist draußen endlich. Etwas, worauf ich auch schon länger gewartet habe, wo ich mich auch schon tierisch drauf freue, wo ich auch schon sehr gespannt drauf bin. Bitte deine Freunde, auch dieses Spiel zu kaufen. Ja, das habe ich doch schon gemacht. Ihr seid doch meine Freunde, oder? Dann müssen wir keine richtige Arbeit suchen und können weiter. Ja, geil. Das ist klassischer LucasArts-Humor. Das habe ich damals bei The Secret of Monkey Island schon geliebt. So, jetzt nochmal. Ist das geil. Oh. Gut, also jetzt nochmal. Womit geht's weiter? Ja, ihr habt vielleicht schon erraten, weil Zombies und Adventure. Wir spielen als nächstes natürlich endlich die dritte Staffel, jetzt ist die Musik auch noch raus. End-Credits-Theme, We Have Not Found. Ja, okay, das erklärt einiges. Wir spielen die dritte Staffel von The Walking Dead von Telltale. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich hoffe, euch geht es ähnlich. Ansonsten bleibt mir an dieser Stelle nur noch zu sagen, das war Thimbleweed Park. Ich bin der Rio. Ich klinke mich an dieser Stelle aus, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ja, nee, ist klar. Ach, ist das geil. Ist das einfach nur geil hier gerade. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin gerade sowas von begeistert und geflasht. Das ist echt der Hammer. Und es hat mir auch einen Riesenspaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Ja, Load Thimbleweed Park, nein, das machen wir nicht mehr, denn das war's mit Thimbleweed Park. Ich bin der Rio, ich klinke mich an dieser Stelle aus, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es hier auf dem Kanal wieder heißt, Let's Play Better. Bis dahin wünsche ich euch aber erst einmal eine gute Nacht.